Herzlich willkommen zu Surviving Mars mit der Cream Blended Expansion. Das Base Game, wo man einfach nur erfolgreich mit der Menschheit auf dem Mars siedeln muss, haben wir ja schon vor vielen, vielen Jahren gespielt. Ein paar kennt es vielleicht noch von euch das Let's Play. Doch mit dem Cream Blended DLC kann man nun den kompletten Mars terraformen, also von Seen, Wälder, Flüsse, alles grün machen. Ne? weswegen ich nochmal einen Durchgang spielen wollte, weil das habe ich noch nie gemacht. Und ja, ich hoffe, ihr habt Bock drauf und wünsche euch viel Spaß mit dem ersten Video. Ja, so sieht das erstmal die Map aus hier. Wir uns jetzt hier befinden. Und das ist jetzt ja neu mit dem Cream Planet DLC, was ich nie gespielt habe. Wir können das theoretisch alles grün machen und schön und auch mit Wasser und Seen und dass die Menschen dann sogar außerhalb von Kuppeln leben können. Das habe ich aber noch nie gespielt und da bin ich sehr gespannt drauf. Und deswegen zocken wir jetzt mal wieder eine Runde und gucken uns das mal an. Hier unten haben wir schon einen Sektor freigeschaltet. Hier haben wir zweimal Beton, Untergrundmetalle und nochmal ein bisschen Normalmetall. Ich würde mal hier oben noch ein bisschen scannen. In der Hoffnung, dass wir da irgendwas Gutes finden, mit Beton und Wasser am Anfang, weil hier oben sind die Windräder geiler, weil da mehr Wind ist und so, da bringt das mehr Strom. Ich würde das mal eben ausprobieren. Orbitalsonde, machen wir die vier vielleicht, mal schauen. Anomaly found. So, hier haben wir einmal Beton, sechsmal Metalle, Untergrundmetalle haben wir da auch. Okay, wenn jetzt hier noch irgendwo Wasser ist, könnten wir hier auch starten, anstatt da unten. Und wir können auch dreimal scannen. Okay, GG. Dann können wir hier starten. Wunderbar, dann würde ich, weiß nicht, hier das und das würde ich noch freilegen eben. Mehr geht dann erstmal nicht. So, hier haben wir nochmal Metalle und Beton und hier haben wir nochmal Wasser. Das ist eigentlich ein ziemlich guter Spot. Würde ich sagen, wir legen jetzt hier runter mit der Rakete. Die Frage ist nur, wo? Also wir wollen das Wasser und das Beton in der Range haben. Da, wo dieser Radius ist von der Rakete, dort können die Drohnen dann automatisch schon hin, ohne dass wir irgendwas bauen. Ich würde sagen, ungefähr so hier ist gut, ne? Wenn wir das jetzt hier so platzieren. Ich würde das einfach mal hier landen. So, los geht's. Ja, okay. Ah. Ich liebe ja diesen Sound. Ich liebe ja die Soundkulisse von dem Game. Und ich finde es irgendwie lustig. Ah, guck mal hier. Hier ist sogar unser Logo, was wir ausgewählt haben. Und wir haben eine grüne Rakete. Ne, wir wollen jetzt ja den kompletten Mars grün machen, Leute. So, wie gesagt, ne, es kommen jetzt erstmal nur die Maschinen. Menschen und so kommen später. Wir müssen jetzt alles für die Menschen vorbereiten, dass die jetzt hier leben können. Also, wir brauchen Strom, wir brauchen Wasser, wir brauchen Sauerstoff. Ja. So, und Nahrung und so müssen wir irgendwie auch anbauen können und so weiter und so weiter. Dann würde ich sagen, wir legen mal los. Das sind übrigens hier die kleinen Drohnenhelfer. Ich glaube, wir können von denen auch den Skin und so ändern und so ein Stuff, ne? Und Skin wechseln kann man, wenn man will. Kann die Farben ändern und so weiter. Aber mit sowas können wir uns dann später auseinandersetzen. Okay, also, wir brauchen als allererstes, ich habe halt vor ein paar Tagen mal kurz reingespielt, so ein, zwei Stunden, damit ich jetzt nicht komplett lost bin und zumindest am Anfang ein bisschen klarkomme, ne? Am Anfang brauchen wir Beton. Beton haben wir hier, 1518, hohe Qualität. Das heißt, wir bauen jetzt hier erstmal. Wobei, wir haben noch gar keinen Strom, ne? Ich glaube, wir müssen uns erstmal um Strom kümmern, bevor wir Beton machen. Aber ich kann das Ding ja schon mal platzieren. Betonextraktor brauchen wir. Damit können wir Beton abbauen. Wichtig noch, alle Extraktoren wirbeln Staub auf, was bei Gebäuden im grauen Bereich zu einem höheren Wartungsaufwand führt. Ergo, wir müssen gucken, dass wir nichts in der Nähe von dem Ding bauen. Dann würde ich den jetzt einfach irgendwie so hier hinbauen, glaube ich. Machen wir den mal hier hin. Und dann können wir theoretisch noch einen zweiten links daneben bauen. So. Die Drohnen. Ach ja, genau, wir müssen noch einen Lagerplatz bauen. In den Raketen hier. Hier ist nämlich Polymer drin, elektronische Geräte und Maschinenteile. Da bedienen die sich jetzt schon ein bisschen, denn wir brauchen für das Teil. Was brauchen wir denn dafür? 5 Metalle und 2 Maschinenteile. Die Metalle holen die Drohnen jetzt von hier. Ne, das ist ein oberirdisches Metallvorkommen. Das schnappen die sich jetzt. Ich finde immer, dass die so ein bisschen wie Toiletten aussehen. Also als hätten die einen Toilettenrucksack. So, und das müssen die dann jetzt gleich hier rüberbringen. Ne, die sind schon unterwegs, das sind die Maschinenteile aus der Rakete. Und dann fangen sie jetzt gleich an, das Ding fertig zu bauen. So, wir können schon mal ein Lager, Universallager vor die Rakete setzen. Dann können die Drohnen nämlich schon mal alles aus der Rakete rausholen. Machen wir mal hier hin. So, und das müssen die jetzt eigentlich jetzt hier gleich fertigstellen. Hier wird das alles gelagert. Und jetzt wird das Teil fertig gebaut. Wird aber noch nicht funktionieren, wir haben da keinen Strom. So, darum müssen wir uns jetzt gleich als nächstes kümmern.
Strom. Ich würde jetzt erstmal auf Solarkollektoren gehen. Später machen wir Windräder. Die haben ja sogar einen Erhebungsbonus von 70%. Das heißt, dadurch, dass die Lage so weit oben ist, produzieren die 70% mehr Strom, was sehr, sehr geil ist. Aber das Problem ist, wir brauchen Maschinenteile, um die zu bauen und für die Wartung. Und Maschinenteile sind jetzt am Anfang erstmal noch etwas seltener. Deswegen machen wir erstmal Solarkollektoren, die den Nachteil haben, dass wir nachts keinen Strom generieren. Da müssen wir jetzt auch gleich noch Batterien deswegen bauen, ne, damit wir Strom speichern können über die Nacht, damit wir da auch Strom haben. Was ist das hier? Anomalie. Da können wir schon mal den Erkunder hin machen. Erkunder, ein ferngesteuertes Erkundungsfahrzeug, das Anomalien analysieren kann, genau. Diese Anomalien bringen mal irgendeinen Bonus. Na, da muss man dann mal irgendwas auswählen und kriegt dann irgendeinen Bonus davon. Lass mal eben zeigen, dann müsste das jetzt eigentlich irgendwie scannen oder so. Ja, genau. So. Okay, das wird ein bisschen dauern. So, währenddessen werden wir uns jetzt erstmal um Strom kümmern. So. Wir brauchen eine Batterie. Speichert Strom. Die Menge des Stroms beschränkt sich auf das maximale Leistung der Batterie. Okay. Dann würde ich mal ungefähr hier hinsetzen und dann würde ich jetzt hier einfach ein Kabel irgendwie dann langziehen, denke ich. Hierhin die Batterie. So, jetzt brauchen wir noch Stromkabel, müssen das hier miteinander verbinden. Und können dann auch schon mal hier den Betonextraktor connecten damit. Machen wir mal so. Eins weiter. Okay, jetzt wird es blockiert. Dann würde ich das hier gerne abreißen. Und entfernen. Und zwar machen wir dann so. So, hier, dann müsste es gleich verbunden sein, wenn die das fertig bauen. Rein theoretisch. So, wähle eine Technologie zum Erforschen aus. Können wir auch schon mal gerne machen. Das ist jetzt hier komplett neu, der Bereich Terraforming. Ne? Das ist ja jetzt mit dem Green Planet DLC, ist das ja da dazugekommen. Wobei ich allgemein das Gefühl habe, es hat sich so viel getan in den letzten Jahren in dem Game. Und das ist, glaube ich, immer random von Spieldurchgang zu Spieldurchgang, was man hier auswählen kann. Also was als erstes kommt und so. Low-Chi-Antrieb. Drohne und Rover bewegen sich 20% schneller. Das würde ich gleich mal mitnehmen. So, kann ich auch mal zeigen, ne? Das kostet 1000 Forschungspunkte und aktuell machen wir nur 100 Forschungspunkte pro Sol. Ist quasi eine Zeitangabe, ne? Durch den Sponsor. Wenn wir dann Menschen bekommen und so, dann können die forschen, dann kriegen wir mehr Forschungspunkte dazu pro Sol. So, Robotik, machen wir das erstmal. Danach, wir können auch hier machen erstmal Magnetfilterung, das kommt direkt danach dann. Polymerfabrik können wir dann freischalten. Einmalige Geldmittel in Höhe von 1000 Millionen Dollar. Würde ich das erstmal nehmen und dann überlegen wir weiter. So, okay. So, ich mach mal klein wenig schneller hier. So, Solarkollektor ist fertig. Ach ja, wählen Sektor aus, der gescannt werden soll, müssen wir auch noch machen. Wir hatten jetzt ja am Anfang diese Drohnen, die haben wir jetzt nicht mehr. Jetzt müssen wir das halt so scannen und dann dauert das immer ein bisschen. Ich würde jetzt erstmal so den ganzen Bereich ringsrum scannen wollen, um zu gucken, was da noch so ist. Wir kommen übrigens aktuell nicht hier runter, glaube ich, ne? Aber wir können dann später irgendwie so eine Bahn bauen. Das muss man da mal gucken. Das geht irgendwie. So, okay, weil gerade Nacht ist, passiert aber noch nichts. Wir müssen erstmal warten, bis Tag ist. Und dann muss ich mir eben erstmal anschauen. Wir müssen wahrscheinlich noch mehr Solarkollektoren dann gleich bauen. Also ich will mir das eben erstmal angucken, wie viel da gut sind, dass die Batterie quasi perfekt gefüllt wird. Milestone achieved. So. Oh, die Anomalie wurde fertig analysiert von dem Erkunder. Just found Beagle 2. So, und dadurch, dass wir jetzt die Anomalie analysiert haben, bringt das die Kosten von Robotertechnologien um 10%. Was Geiles. So, mit Analyse beginnen. So, ich mache mir ein bisschen schneller. Das ist halt auch das Coole an dem Game. Ne? Irgendwann haben wir hier hunderte von diesen Drohnen rumrennen und so und auch nur wahrscheinlich kleine Shuttles. Gab es ja auch so Drohnen-Shuttles. Das wird dann voll der Wusel-Effekt dann später. Und wenn das dann auch noch grün wird, der Mars, und vielleicht auch noch Bäume entstehen und so und kleine schöne Tümpel und Seen und so, ey, bin ich echt gespannt drauf. So, okay, Solarkollektor ist an. Jetzt Tag. Und jetzt läuft auch endlich der Betonextraktor los. So, hier ist jetzt gleich noch wichtig. Wir brauchen noch was für Gesteinsabfälle. Der Betonextraktor macht nämlich Gesteinsabfälle und die liegen dann rum und blockieren alles. Lager.
Universallager, große Mülldeponie, genau. Müssen wir jetzt hier irgendwo, wo wir vielleicht nicht mehr bauen wollen, was aber jetzt auch nicht so weit weg ist. Hier können wir vielleicht machen. Wir können es hier hin machen. Da ist es in der Range von der Rakete. Und dann müsste es funktionieren. Ja. Ich kann das mal zeigen, das ist die Range von der Rakete hier. Vielleicht hätte man es ein kleines Stück nach rechts machen können noch. So. Okay, alles klar. Das ist jetzt hier Betonextraktor. Wenn ich mich recht entsinne, ballert der jetzt ja auch voll das Loch rein über die Zeit. Müssen wir mal beobachten, wie das jetzt aussieht und wie das dann so ein paar Stunden aussieht. Aber ich glaube, hier entsteht jetzt voll das tiefe Loch über die Zeit. So, okay. Wir haben noch eine Anomalie entdeckt. Kommen wir da schon hin? Nee, da kommen wir nicht hin. Da kommen wir später hin. Okay. Ach ja, das gab es hier auch noch. Es gibt auch noch diese Meilensteine. Okay, also hier gibt es gewisse Achievements. Und wenn wir das schaffen, schalten wir noch Forschungspunkte frei. Baue eine Kuppel, starte eine Rakete auch vom Mars aus. Erster Mensch auf dem Mars und so weiter und so weiter und so weiter. Guckt mal hier. 1000 Kolonisten, 5000 Forschungspunkte. 40% der Arbeiter sind in Werkstätten. 10.000 Forschungspunkte. Okay, mal gucken. Rakete starten und so sollten wir dann relativ schnell hinbekommen. So, wir lassen jetzt erstmal die Batterie fertig bauen. Also aktuell machen wir plus minus 0 Strom. Wir erzeugen 5 Strom durch den Solarkollektor und verbrauchen 5. Wahrscheinlich hierdurch. Ergo, wir haben keinen Überschuss. Das heißt, wir können jetzt eigentlich schon mal anfangen, ein zweites Ding zu bauen. Einfach mal hier hin. So, und was haben wir hier? Schnelle Expansion. Die Kommandozentrale auf der Erde hat entschieden, die Expansionsmöglichkeiten der Kolonie durch die Bereitstellung einer Nachschubskapsel zu erweitern. Sie trägt einen ferngesteuerten Transporter an Bord, der direkt nach Ankunft eingesetzt werden kann. Geben Sie einfach den Befehl, Kommandant. Ich würde ihn, glaube ich, einfach nehmen. So, sicher, einen neuen Transporter können wir gut gebrauchen. Let's go. So, mal gucken, wie der jetzt ankommt. Wahrscheinlich kommt er... Ah, hier, guckt. Nachschubskapsel, ferngesteuerter Transporter. So, dann landet er einfach mal hier. So, die Batterie ist dann auch gleich fertig. Machen wir ein klein wenig schneller. Na, da kommt die Nachschubskapsel. So, was passiert mit der Kapsel jetzt? Gab es das früher auch schon, diese kleinen Dinger? So, die Überreste einer Nachschubskapsel kann für Ressourcen zerlegt werden. Okay, mehr können wir damit nicht machen. Mit den Raketen müssen wir ein bisschen besser umgehen, weil von denen haben wir nicht unendlich. Und wir müssen die am Ende immer wieder auftanken und zur Erde schicken. Und entweder wir holen dann darüber die Menschen ran oder ja neue Passagiere oder wir holen darüber Fracht ran. Also irgendwelche Ressourcen oder Gebäude und so weiter und so weiter. So, aber jetzt mal würde ich da noch nichts machen. Machen wir dann gleich, wenn wir sehen, was wir brauchen. So, okay. Den Transporter, theoretisch kann man mit dem ein bisschen Metall einsammeln. Ich würde einfach mal hier eine Route erstellen, Transportroute erstellen. Machen wir so hier. Metalle. Wir machen einfach alles. Moment, alles ist hier. Und hier bitte entladen. So, und jetzt würde ich hier Lager, Depot. Wir brauchen auf jeden Fall ein Betondepot, ne, hier für den Extraktor. Könnte man theoretisch auch daneben bauen. Ich glaube, ich baue erstmal mittig. Ich werde erstmal mittig sammeln. Hier wird jetzt Beton gelagert. Dann hätte ich gerne noch ein Metalldepot. Würde ich mal hier hinsetzen. So, und jetzt müsste theoretisch der Transporter das Metall einsammeln und dann wird es hier gelagert, erstmal zentral. Und theoretisch kann man mit dem Transporter dann auch noch viel weiter rausfahren und erstmal alles einsammeln, da auch wo die Drohnen nicht hinkommen. So, Batterie ist fertig, Leute. Okay, benötigt mindestens 20 Strom, um mit der Versorgung des Netzes zu beginnen. Die kann 5 Strom laden. Das heißt, wir brauchen den Überschuss. Nee, halt, wartet mal. Die lädt 5 Strom aktuell. Was ist Maximum? 20. Ergo, wir brauchen einen Überschuss von 20, damit wir die Batterie ordentlich nutzen können. Ergo, wir brauchen noch 3 Solarkollektoren. Damit wir auf 20 kommen. Ja? Aktuell. Wir müssen halt dann immer wieder nachziehen. So, dann bam. 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 So, theoretisch, wenn das fertig ist, müssen wir einen Überschuss von 20 haben. Okay, dann lassen wir die das erstmal bauen.
Drohnen sind erstmal fleißig am Einsammeln von den ganzen Metallen. Den Kommandeur lassen wir erstmal hier. Der Kommandeur, um das kurz zu erklären, ist übrigens ein mobiles Drohnen-Hub. Also wir können den auch einfach hier rüber bewegen und dann können hier Drohnen arbeiten. Ne? Die Drohnen können immer nur aktuell in der Range von der Rakete arbeiten. Wir können dann aber später, oder auch können wir dann auch gleich schon machen, dann irgendwo gibt es hier dieses genau Drohnen-Hub-Gebäude. Davon können wir aber nur eins bauen aktuell. Ja, aber solange die Rakete ist, brauchen wir das erstmal nicht. Wir dürfen nur nicht die Rakete losschicken, ohne Drohnen-Hub. Das ist ja blöd. Dann würde hier einiges zusammenbrechen. So, ich würde das einfach ein bisschen schneller machen. So, und ich würde sagen, wir gehen noch ein bisschen auf Strom, oder? Weil das wird nicht lange reichen. Oder nee, wir könnten schon mal auf Wasser gehen. Hier haben wir unterirdisches Wasservorkommen. Minus 5 Strom. Das liegt aber daran, dass Nacht ist. Wenn jetzt Tag ist, sind wir wieder bei plus 20, ne? Ja, okay, das haut schon mal hin. So, und jetzt müsste die Batterie eigentlich voll gehen und auch nach oben. Genau, die wird jetzt immer größer. Guck mal, hier ist auch unser Logo drauf. Sehr schön. Ich mag ja das Baumlogo. Ich finde das gut. So, und hier ist übrigens irgendwo der Transporter. Genau hier, guckt. Den haben wir vorhin eingestellt. Der müsste automatisiert jetzt wirklich alles abgrasen in diesem Bereich und die ganzen Metalle einsammeln. Aber die Drohnen machen das auch, ne? Aber auch nur das, was in Range ist. Das würden die Drohnen außerhalb machen die nicht. Dafür können wir den dann gut gebrauchen, wenn es dann außerhalb der Range ist. So, okay. Wasser. Zählt das zur Lebenserhaltung, ja, ne? Moxie, das ist dann für Sauerstoff, Sauerstofftank, Wasserextraktor. Wenn wir jetzt kein Wasservorkommen hätten, würden wir einen Feuchtigkeitsvaporator bauen. Aber wir haben Wasservorkommen. Deswegen ballern wir das einfach hier hin. So würde ich mal sagen, falls wir zwei hier bauen wollen, lasse ich mal ein bisschen Platz. Machen wir hier hin. So brauchen wir auch zwei Maschinenteile. Wir haben nur 8 Stück. Das passt also noch. So, und das müssen wir jetzt mit Strom verbinden. Ich würde mal die Leitung hier einfach weiterziehen, jetzt hier nach oben. So. Und wir brauchen noch einen Wasserturm, um das Wasser zu speichern. Würde ich mal hier hinsetzen. Und wir brauchen Rohre. So, hier. Ach, die Rohrverbindung ist hier. Okay, egal. So. Ich bin immer ein Fan davon, das über den Stromkabeln gleich zu verlegen, die Rohre. Machen wir das einfach mal. So, da haben sie jetzt erstmal zu tun wieder. Machen wir ein bisschen schneller. So, also Strom haben wir schon. Müssen wir aber gleich noch ein bisschen ausbauen. Dann haben wir Wasser und Sauerstoff, was ja die Menschen auch noch brauchen, kriegen wir durch den Moxie. So, erzeugt Sauerstoff, die Produktion wird während Staubstürmen angehalten. Der Moxie braucht einfach nur Strom und Metall zum Warten. Das war's. Okay, alles klar. Ey, aber wartet mal, stimmt, wir haben doch hier diese Treibstoffraffinerie schon am Anfang jetzt hier bekommen. Also, beziehungsweise haben wir uns die ausgewählt. Produktion. Wir haben eine Treibstoffraffinerie. Stellt Treibstoff aus Wasser her. Okay, dann bauen wir das Ding erstmal. Das ist super cool. Das ist super cool, weil dann können wir die Rakete schneller voll tanken und dann können wir die schneller nach Hause schicken und haben dementsprechend wieder schnell die Möglichkeit, Sachen von der Erde zu holen. So, ja, würde ich einfach hier irgendwo hinballern. Machen wir hier hin, dann ist es direkt verbunden dann mit dem Rohr. So. Okay, cool. So, ich mach hier ein bisschen schneller. Wir müssen jetzt noch auf den Strom achten. Ich glaube, wir müssen jetzt gleich ausbauen. Das ist krass, wie schnell das geht, ne? Auf höchster Geschwindigkeit. So, Produktion pro Soll. 12 Treibstoff. So, dann würde ich aber hier schon mal vor der Rakete noch ein Lager hinsetzen. Lager. Treibstoff haben wir hier. So ungefähr mittig erstmal. So. Können hier erstmal den Treibstoff hinbringen. Wasserturm ist auch gleich ready, aber wir brauchen safe gleich mehr Strom. Ich würde schon mal noch ein paar Solarkollektoren bauen, ein paar große. Hier noch eins hin. Hier. 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 Und hier. Und ich würde noch eine Batterie bauen. Und dann müssen wir mal gucken. Wir wollen jetzt quasi mit zwei Batterien. Oh, lass mich hier hin.
Wir wollen mit zwei Batterien jetzt quasi einen Überschuss von 40 dann haben. Das wäre optimal. So, du bleibst erstmal hier. Hier ist der Transporter. Ich glaube, der hat nichts mehr zum Einsammeln, oder? Nee, der ist inaktiv. Der ist inaktiv, Leute. Okay, dann neue Route erstellen. Dann, das ist doch Metall hier alles, oder? Ja, das ist alles Metallvorkommen. Route herstellen. Alles in diesem Bereich. Und hier entladen irgendwo. Da, wo es geht. Okay, das läuft. Das läuft, das läuft, das läuft. So, guckt hier. Ne? Hier ist der Treibstoff. Hier wird er ausgelagert. Und die bringt den jetzt automatisch jetzt hier hin wahrscheinlich, schätze ich mal. Oder die bringt das direkt in die Rakete, das kann auch sein. Ja, die bringt das erstmal direkt in die Rakete, um die Rakete aufzutanken. So, wir brauchen insgesamt 50 Treibstoff. Und dann können wir die Rakete wieder starten. So, Erkunder hat nichts zu tun. Haben wir irgendeine Anomalie noch hier? Hier unten, da ist noch eine, oder? Das muss eine Anomalie, glaube ich, sein. Ja, das ist noch eine. Okay, dann würde ich dich mal hier hinschicken. Gucken, dass man irgendwas... Hier ist dann noch eine und hier ist noch eine. Kann ich denn irgendwie sagen, dass der... Ja, hier, anstehende Aufgaben. Mit Shift gedrückt halten. Wie in jedem anderen Strategiespiel kann man eine Warteschlange an Aufgaben machen. Okay, gut zu wissen. Sehr cool. So, der ist jetzt fleißig hier am Scan. Drohnen sind überlastet. Ja, wir haben halt auch nicht viele Drohnen, das darf man auch nicht vergessen. Da müssen wir dann bald Nachschub holen. So, wir haben jetzt einen Überschuss von 35. Wir wollen aber 40. Ja gut, ich baue jetzt noch einen großen Solarkonnektor erstmal. So, dann passt das erstmal wieder, dass die Batterien wieder perfekt aufgeladen werden. Glaube ich zumindest, wenn ich mich jetzt nicht irgendwie da irgendwo einen Denkfehler habe oder so. Hier ist übrigens jetzt der Wasserextraktor. Also ich muss immer noch sagen, diese ganzen Gebäude mit den Animationen und so und den Geräuschen, ich finde die total cool. Ich bin echt gespannt, was jetzt alles so dazugekommen ist. Also mit dem Terraforming und so. Ich finde das geil. So, hier ist der Wasserturm. Der füllt sich auch langsam. Haben wir schon 39 Wasser gespeichert. Ich würde sagen, wir können jetzt langsam mal die Kuppel starten, oder? Dass wir die ersten Menschen herholen können. So, Standardkuppel. Ein kleines Kuppeldesign für das Anfangsstadium der Kolonie. Dafür brauchen wir 80 Beton, 20 Metall und 10 Polymer. Wir haben aber nur 6 Polymer. Ja gut, wir müssen dann gleich nur Polymer ranholen. Aber wir können die ja schon mal platzieren. Und wir müssen dann aber auch noch Sauerstoff produzieren, natürlich. An sich wäre es schlau, wenn wir die Kuppel so bauen, dass die in Reichweite von diesem unterirdischen Metall ist. Weil ich glaube... Ja, hier steht's auch. Ein unterirdisches Metallvorkommen kann mit einem Metallextraktor abgebaut werden, der von Kolonisten betrieben wird. Ja gut, dieses Ding muss in Reichweite von der Kuppel sein jetzt am Anfang. Damit wir das abbauen können dann später. Ich muss jetzt noch überlegen, wie wir das Ding hier bauen wollen. Dann ist das hier erstmal unsere Landefläche. Ich würde so bauen jetzt hier. Ich glaube, das ist gut. So. Ja, ansonsten ist jetzt hier nichts irgendwie... Betonvorkommen, Anomalie, aber es ist nichts irgendwie, wo es noch Sinn machen könnte, die Kuppel in der Range zu haben. Research complete. Doch hier, unterirdisches Edelmetallvorkommen. Aber das würde nicht ausreichen. Da muss man später noch eine Kuppel dann hinsetzen. Das passt eh nicht von der Range. Also wir können nicht beides drin haben. Und Metall ist erstmal wichtiger, glaube ich. So, Anomalie analysiert 1000 Forschungspunkte, sehr geil. Und die Forschung wurde abgeschlossen. Ja, das ging jetzt natürlich dann schnell deswegen. Ich schaue nur gerade, als nächstes machen wir Magnetfilterung. Okay, cool, also unsere Drohnen sind jetzt 20% schneller. Das ist schon mal gut. Wir brauchen mehr Polymer, Leute, sonst können wir das Ding nicht fertig bauen. Nachschub. Frachtrakete. Wie viele Raketen haben wir? 2. Eine ist auf dem Mars, ne? Das ist die, die aktuell bei uns ist, und eine ist noch auf der Erde. Okay, also Raketen haben wir echt nicht viele jetzt am Anfang. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir alles haben wollen. Wir wollen auf jeden Fall Polymer haben. Maschinenteile brauchen wir 100% auch deutlich mehr. Ich würde aber auch gerne schon ein paar Fertigbauten mitnehmen.
Treibstoffraffinerie. Haben wir jetzt eine. Da wollte ich, glaube ich, noch eine zweite ranholen. Maschinenteilefabrik. Elektronikfabrik. Wir gucken einfach mal, wie viel ich jetzt ranholen darf. Wir könnten so machen. Drohnen können wir auch noch eine dazu nehmen. Ich glaube, ich würde sowas mal machen. Dann können wir noch eine zweite Treibstoffraffinerie bauen. Das heißt, die Raketen werden schneller vollgetankt und wir können die schneller nach Hause schicken. Wasser haben wir genug bei uns. Ich glaube, ich würde so machen erstmal. Starten. Wir können übrigens die Rakete dann rumbenennen, wenn wir wollen. Let's go. So. Jetzt hier unten seht ihr übrigens an der Prozentangabe, wie weit, wie viel Strecke sie schon zurückgelegt hat. Also bei 100% ist sie dann bei uns. Da muss man sie dann hier landen. So, machen wir ein bisschen schneller. Wir könnten rein theoretisch schon mal den Moxie bauen, sodass wir Sauerstoff produzieren. Lebenserhaltung erzeugt Sauerstoff, die Produktion wird während Staubstürmen angehalten. Aber es gibt ja auch einen Sauerstofftank. So, den würde ich einfach mal hier hinsetzen. So, bumm. Und Sauerstofftank hätte ich auch gerne gleich. Würde ich ungefähr so platzieren. So, okay, und jetzt hier noch ein Wasserrohr lang. Einfach so, dann müsste theoretisch alles verbunden sein. Die Kuppel verbinde ich gleich. Ich weiß, wir müssen das hiermit verbinden, aber ich will das dann auch demonstrieren. Nochmal. Deswegen mache ich das jetzt noch nicht. So, ich mache mich ein bisschen schneller. Anomalie wurde analysiert. There's more to the barren environs of the red planet than meets the eye. A veritable treasure trove of undiscovered knowledge and wonder. So long as you know where to look. Effekt: Die folgenden Technologien sind auf der Forschungsanzeige erschienen. Fortschrittliche Marstriebwerke. Transportoptimierung. Okay, cool. Ey, Anomalien am Anfang sind echt stark, ey. Transportoptimierung. Der ferngesteuerte Transporter baut Ressourcen schneller ab und sein maximales Ladevolumen wird um 15 erhöht. Okay. Drohnenschwarm. Drohnenhubs werden mit zwei zusätzlichen Drohnen gebaut und das Maximum an Drohnen wird auf 80 erhöht. Das ist geil. Gerade jetzt am Anfang. Dann haben wir zwei Drohnen mehr, wenn wir das Drohnenhub bauen. Rein da. Und würde ich direkt als nächstes erforschen. Dann machen wir Mars Crowdfunding dann später. Danach würde ich sagen. Was haben wir hier eigentlich bei Terraforming? Drohnen arbeiten bei Landschaftsbauprojekten schneller. Okay. Ja, können wir dann schon mal dann danach machen. Was haben wir bei Physik? Extraktoren-Upgrade erhöht die Produktion um 25% und den Stromverbrauch um 10%. Ich glaube, das würde ich sogar noch vor Topologie nehmen. Da muss man noch mit dem Strom dann aufpassen. Machen wir es mal so. Okay. So, und hier wird jetzt fleißig die Kuppel gebaut. Ich mag den Wuselfaktor. Das wird dann später wieder total abgefahren. So, übrigens hier, ne, seht ihr das auch? Hier, das sind die Gesteinsabfälle von dem Betonextraktor. Müssen theoretisch auch immer mal eine Drohne hier rüberkommen und was hinbringen. Damit das ja nicht einfach dumm rumliegt und blockiert. Rein theoretisch. Anomaly analyzed. So, hier hatten wir das gerade gesehen. Anomalie analysiert. There's more to the barren environs of the red planet than meets the eye. A veritable treasure trove of undiscovered knowledge and wonder. So long as you know where to look. Okay, wir haben Mars-Treibhaus und Laugé-Pilze freigeschaltet. Mars-Treibhaus, neues Gebäude, Treibhausgasfabrik, verbrennt Treibstoff, um die Temperatur des Mars zu erhöhen. Okay, interessant. Und dann da oben was hier. Laugé-Pilze, neues Gebäude-Pilzfarm, eine Nahrung produziert das Gebäude außerhalb der Kugel. Ja, okay. Das ist übrigens hier oben, ne? Das ist neu. Das sind dann quasi die, wenn ich es richtig verstehe, die Terraform-Parameter. Und wenn wir die alle auf 100% haben, dann ist der Mars wahrscheinlich komplett grün, würde ich jetzt mal schätzen. Atmosphäre, Temperatur, Wasser und Vegetation. So, aber aktuell machen wir halt noch nichts, um das irgendwie zu erhöhen. Wir müssen jetzt erstmal das Fundament setzen, dass überhaupt Menschen hier überhaupt erstmal in den Kuppeln leben können. Das ist nur komplett am Anfang. So, Strom ist 40 jetzt, das ist sehr gut. Passt erstmal. Batterien sind gut aufgeladen. Können wir uns erstmal durchlaufen lassen.
gelagerte Gesteinsabfälle. Okay, der Wasserextraktor braucht auch eine Mülldeponie. Ja, die würde ich dann hier oben hinsetzen. Dann müssen die Drohnen nicht komplett nach unten, ne? Das ist zu weit weg. Das ist noch nah genug dran, wie es aussieht. Machen wir hier hin. Ja. So, Leute, der Moxie ist ready. Aber wir müssen noch mit dem Rohr verbinden. So, hiermit können wir jetzt Sauerstoff produzieren. Und an sich müssen wir den Moxie jetzt nur noch dann mit der Kuppel verbinden. Und dann haben wir hier auch Sauerstoff. Strom produzieren wir schon. Und Wasser ja sowieso. Ja, also wir haben an sich dann alles, was wir brauchen. Damit die erstmal hier überleben können. Und ja, wegen Nahrung und so, das muss man dann in der Kuppel selbst dann machen. Aber dafür brauchen wir jetzt erstmal das Polymer von dieser Rakete. So, müssen wir erstmal warten, bis die jetzt ankommen. So, 99, unwert. So, dann können wir jetzt erstmal die Rakete hier landen. Dann kriegen wir erstmal das Polymer für die Kuppel ran, was ja Neues ist. Ich werde die mal hier landen. Dann können die das hier direkt hinbringen, wenn sie wollen. Ich tendiere trotzdem dazu, dass wir hier mal noch ein, zwei Universallager hinsetzen. Machen wir noch hier eins hin. Und hier hätte ich gerne auch noch eins. Irgendwo. Machen wir hier. Für später. So, und das ist Rakete Nummer 2. Hier sehen wir wieder alles, was drin ist, ne? Jetzt haben wir uns hier alles ausgewählt. Und wir haben jetzt ein paar Fertiggebäude bekommen. Also wir haben jetzt... Und... Produktion... Wir haben jetzt eine Elektronikfabrik. Wir haben eine Maschinenteilfabrik. Und wir haben eine Polymerfabrik. Und wir haben auch noch eine Treibstoffraffinerie. Die würde ich wahrscheinlich sogar jetzt schon bauen. Weil ihr seht, wie lange das dauert. Guck mal, die ist erst zur Hälfte vollgetankt hier. Ihr seht, wie lange das dauert mit dem Volltanken. So. Okay. Dann geht das gleich doppelt so schnell. Und die Drohnen sind fleißig dabei, die erste Kuppel fertigzustellen. Das heißt, wir können jetzt eigentlich gleich die ersten Menschen holen. Aber erst, wenn die erste Rakete vollgetankt ist, weil wir haben keine mehr. Wir haben keine Raketen mehr. Also auf der Erde haben wir keine Raketen mehr. Research complete. Milestone achieved. Kuppel ready, keine Lebenserhaltung. Kuppel ohne Lebenserhaltung, ja, weil es noch nicht verbunden ist. Und jetzt haben wir hier dieses Ding. Damit müssen wir jetzt alles zusammenschließen. Ne? Also unser Strom- und Wassernetz. Strom müsste sogar schon sein. Ja, aber wir müssen noch Sauerstoff verbinden. Und Sauerstoff läuft über diese Rohre, worüber auch Wasser läuft. So, wenn das fertig gebaut ist, müsste die Kuppel laufen. Also dann müsste die ganzen lebenswichtigen Dinge am Start sein. Natürlich. Und wir haben Milestone erreicht. 500 Forschungspunkte wieder. Sehr geil. So, ist verbunden. Haut hin. Drohne sage ich schon. Die Kuppel ist ready. Okay. Die erste Kuppel, können wir die irgendwie umbenennen? Leipzig. Erste Kuppel ist Leipzig. So, Leute, okay, wir müssen jetzt geduldig sein, bis diese Rakete vollgetankt ist. Ich würde mal Priorität da oben stellen, dass sie jetzt nicht anfängt, hier voll zu tanken. Und im Anschluss können wir dann Passagierrakete holen. Ne, jetzt ist ausgegraut, weil verfügbare Raketen 0 von 2. Die sind alle auf dem Mars aktuell. So, ich denke, das muss ein bisschen schneller durchlaufen. Machen wir hier so. Und dann sehen wir jetzt hier, wie das langsam noch voll wird. Okay, Rakete ist voll getankt, Leute. Wir können jetzt starten. Und dann, wenn die auf der Erde angekommen ist, können wir die ersten Menschen dann herholen. So, zur Erde zurückkehren. Let's go. Milestone achieved. Hey, wieder Achievement bekommen, 250 Forschungspunkte. Sehr gut. Achtung, wird gleich laut. Sehr, sehr schönes Gefühl. Erste Rakete, die jetzt hier losgeht. Da ist er. Da. So, okay, wir müssen jetzt warten. Das wird jetzt nochmal ein paar Minütchen dauern. Dann ist sie auf der Erde und dann können wir die ersten Menschen herholen, theoretisch.
Damit Leipzig endlich mal ein paar Bewohner hinkommen, ne? Wir sind noch bei null, logischerweise. So. Währenddessen können wir aber schon mal in der Kuppel ein paar Sachen bauen. Wir brauchen auf jeden Fall eine Wohnanlage. Kindertagesstätte, Spielplatz, Schule, Forschungslabor. Machen wir es mal Wohnanlage. Bumm. Kuppelservice. Weltraumbar, Dinner, Krankenstation. Ich glaube, Krankenstation war gut. Auch um Kinder zu bekommen, ne? Besucher regenerieren Gesundheit und Besonnenheit, solange sie nicht hungern, dehydriert sind, erfrieren oder ersticken. Ja. Kuppeln mit medizinischer Einrichtung benötigen weniger Komfort für Geburten. Ah, okay, wir brauchen weniger Komfort, damit Babys entstehen. Okay, dann würde ich schon mal eine Krankenstation bauen. Machen wir hier hin. Müssen wir jetzt noch gucken, weil der Stromverbrauch natürlich hier nach oben geht. Aktuell nicht wundern, dass wir bei Minus sind. Das ist einfach nur, weil wir komplett Solarkollektoren haben und es ist Nacht. Dann müssen die in der Lage sein, sich um Nahrung zu kümmern. Lebenserhaltung. Hydrokulturfarm. Stellt Nahrung her, der Wasserverbrauch hängt von der gewählten Nutzpflanze ab. So, davon würde ich wahrscheinlich sogar gleich zwei bauen. Wir bauen erstmal eine und gucken, hm? Müssen ja auch schauen. Wir brauchen ja dann Arbeiter dafür, ob die Arbeitskraft ausreicht. So, hier sind die ersten Wohngebäude, Krankenstation. Irgendwas für Service wäre noch gut, dass sie sich besser fühlen. Kuppelservice. Wir könnten eine Weltraumbar bauen. Bietet Ruhe, Erholung und ausgefallene Cocktails. Entspannung, Trinken, sozial. Sektor scanned. Dann lassen wir noch eine Weltraumbar. Ach, die ist ja riesig. Ja, bauen wir noch eine Weltraumbar? Wir haben eine Anomalie gefunden. Okay, Moment. Erkunder, bitte hier hinfahren und scannen. Das müsst ihr jetzt eigentlich machen, oder? Ja, ist unterwegs. Das geht jetzt bedeutend schneller mit dem Auftanken. Ist jetzt schon bei 15 von 50 und ich mache gerade nicht Fullspeed. So. Wir könnten theoretisch unterirdische Metalle. Also aktuell kriegen wir halt noch genug Metalle rein, weil wir haben hier oberirdisch, können auch hier rüber gucken. Hier sind noch 15 oberirdisch, hier keine mehr, hier noch 58, noch 100. Also das werden wir dann später dann erst abbauen, weil wir hier oberirdisch erstmal noch genug haben. Ich überlege halt, ob wir schon auf Forschung gehen wollen. Freie Arbeitsplätze 4. Das ist jetzt die Frage, wie viele Kolonisten dann zu uns kommen. Wir warten erstmal ab. Ich lasse das mal laufen. Dann überlege ich weiter, was wir bauen. Also wir brauchen auf jeden Fall Nahrung. Ne? Das Ding haben wir ja schon mal gesetzt, diese Hydrokulturfarm. Dann gucken wir mal. Ich schaue nur gerade, wir verbrauchen hiermit ein Wasser. Zwei Wasser quasi für Treibstoff. Der Wasserextraktor kann 4 Wasser erzeugen, oder was? Sieht so aus, ne? Der Wasserturm ist voll. Ich würde, glaube ich, zur Sicherheit mal noch einen Wasserturm bauen. Falls ich das irgendwie verpeilen sollte. Und dann habe ich ein bisschen mehr Puffer. Haben wir den hier so hin. Okay. Dann ist der Puffer ein bisschen größer, falls ich irgendwas verpeile. Was Wasser angeht. So, wir haben jetzt noch einen Stromüberschuss von 17. Wir wollen aber einen von 40 haben, ne? Wegen den Batterien. Ja gut, wir brauchen mehr Solarkollektoren. Ja, ich glaube, ich würde hier einfach weiterbauen irgendwie. Moment, machen wir hier noch einen hin. Hier noch einen hin. Hier noch einen hin. So. Machen wir erstmal so hier. Und gucken erstmal, wenn das fertig ist, wie es dann aussieht. So, machen wir ein bisschen schneller. Rakete 20 von 50. Ja, das war noch ein bisschen nah. Anomaly analyzed. So, und Anomalie haben There's wir ready. More to the barren environs of the red planet than meets the eye. A veritable treasure trove of undiscovered knowledge and wonder. So long as you know where to look. So, die folgenden Technologien sind auf der Forschungsanzeige erschienen. Planetarische Erkundung und Nutzung des Erdreichs. Okay. Planetarische Erkundung. Entdecke 6 neue Planetenanomalien. Okay, cool. Das hätte ich gerne weiter vorne. Weil Anomalien am Anfang sind teilweise echt ganz schön stark. Würde ich mal als zweites nehmen. Nutzung des Erdreichs.
Neues Gebäude Farm produziert Nahrung, ein großes Gebäude innerhalb der Kuppel, das effizienter arbeitet und keinen Strom verbraucht. Das klingt auch ziemlich stark. Aber jetzt habe ich ja schon alles voll. Dann würde ich das erstmal rausnehmen. Nutzung des Erdreichs rein. Dann machen wir das als drittes. Es gibt hier wirklich sehr viele Sachen zum Freischalten. Und Durchbruch kommt, glaube ich, über die Zeit auch immer mehr dazu. Glaube ich zumindest. Moment mal eben. Was ist das? Raketen und Shuttles benötigen weniger Treibstoff. Oh, das hätte ich auch gerne. Dann nehme ich das raus. Gerade jetzt am Anfang, ey. Dann geht das halt deutlich schneller mit den Raketen, bis die aufgetankt sind. So. Ich glaube, das würde ich sogar als zweites nehmen. Machen wir so. Plus 32 sind wir jetzt. Ja, wahrscheinlich sind wir dann sogar deutlich über 40. Aber ist am Ende auch okay. Dann würde ich sagen, wir gehen gleich auf 60. Und bauen noch eine dritte Batterie. So, 47 sind wir jetzt. Können wir schon mal eine dritte Batterie bauen, dann wird die langsam schon mal voll. Machen wir so hier. Wir müssen halt aufpassen, wir dürfen nicht in diesem Bereich hier bauen, weil sonst verträgt das alles. So, Solarkollektoren bauen wir nochmal zwei Stück, würde ich sagen. Und zwei. Dann sind wir theoretisch, glaube ich, bei 57 oder so. 58. So, okay, die Rakete ist endlich auf der Erde angekommen. Also die wir losgeschickt hatten. Das heißt, wir können jetzt theoretisch die ersten Menschen anholen. Passagierrakete. So, es passen 12 Menschen rein. Wir haben 102 Bewerber, wie es aussieht. Verfügbare Wohnorte auf dem Mars 14. Ja gut, das ist mir egal. So, wir müssen jetzt hier ein bisschen selektieren, Leute, am Anfang. Also, wir wollen keine Kinder, keine Jugendlichen, keine Senioren. Idealerweise eigentlich nur Erwachsene, oder? Würde ich sagen. Mach mal Erwachsene. Anwenden. Filter. Geschlecht ist egal erstmal. Spezialisierung, das wäre wichtig. Wir wollen niemanden ohne Spezialisierung. So, und ansonsten. Und keine Touristen am Anfang, würde ich sagen. Okay, wenn wir das so lassen, bekommen wir 3 Botaniker, einen Ingenieur, 3 Geologen, 4 Wissenschaftler. Ein Mediziner. Finde ich okay. Können wir so machen. Wir hätten 29 passende Bewerber mit dem Filter, den ich eingestellt habe. Also wir können dann gleich dann nochmal so das Leute ranholen. Okay, starten. So. Okay, Leute. Jetzt heißt wieder warten, bis das auf 100% ist. Und hier geht das auf 29. So, dann machen wir ein bisschen schneller. So, das war's mit der ersten Folge. Wenn ihr mehr dazu sehen wollt, beziehungsweise euch auch das Video gefallen hat, denkt an den Daumen, denkt auf jeden Fall an den Kommentar, ne? Auch gut für den Algorithmus und vielleicht kriegen wir das Video dann auch ein bisschen besser gerankt, sodass auch andere Leute davon irgendwie mitbekommen. Würde mir auf jeden Fall weiterhelfen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn wir uns da vielleicht bei einem zweiten Video wiedersehen. Ich bin echt gespannt, wie das jetzt bei euch angekommen ist. Macht's gut, ne? Tschüssi.